Du weißt ja, ich mag dich. Und ich mag dich? Ja, aber bei mir ist es mehr als normales Mögen. Es ist halt viel mehr, weißt du? Wie meinst du das? Was meinst du? Ja, also ich glaube, also schau mal, du bist meine beste Freundin, ich bin dein bester Freund. Sollte dir doch wichtig sein, dass ich auch ein bisschen Spaß habe. Alter, sieht die Figur echt aus. Ein bisschen Spaß, nicht. Ein bisschen Spaß. Nicht seit 40 Minuten. Du hampelst hier nur rum. Das stimmt doch gar nicht. Naja, vielleicht ganz kurz, aber das ist nun mal Star Wars. Dann suchen wir jetzt was, was dir gefällt, okay? Okay. Ihr könntet verdammt nochmal Geschwister sein. Ihr seht euch so ähnlich. Sehr lustig, aber ich würde echt gerne mal mit dir über etwas reden. Ja, ich weiß. Ich habe eine kleine Delle in dein Auto gemacht. Ich war einkaufen, habe die Sachen getragen, bin gestolpert. Die Sachen fliegen und sind voll gegen dein Auto geknallt. Was? Was? Ich gehe mal pinkeln, ja? Nelson, was ist denn mit meinem Auto? Was machst du da die ganze Zeit? Was meinst denn du? Du sollst ihm einfach sagen, dass du dich in ihn verliebt hast. Ja, das wollte ich gerade machen. Gerade? Schau mal auf die Uhr. Ihr seid seit über einer Stunde hier oder willst du weiterhin in der Friendzone bleiben? Natürlich nicht. Ja, also siehst du? Dann hol deine Eier raus und sag ihm die drei magischen Worte. Ich habe Angst. Das sind aber nicht die drei magischen Worte. Ja, ich weiß, aber ich habe Angst, dass er mich abweist. Aber ich bin bereit, das ihm zu sagen. Und ich habe das die ganze Zeit nicht gemerkt. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich meine, wie lange kenne ich dich? Schon ewig. Ich meine, ich kann nicht abstreiten, dass ich nicht auch was für dich empfinde. Ich meine, du hast einen Wahnsinnskörper. Da kann man nicht Nein sagen. Du hast einen Wahnsinnskörper. Und ich meine, auch optisch passen wir so gut zusammen. Ich meine, man hat das Gefühl, wir wären Seelenverwandte. Finde ich schon super gemacht hier mit dem Wachs und alles. So realistisch, so realistisch. Schönen Tag noch. Sag es ihm doch einfach. Danach wird es dir besser gehen, versprochen. Und was, wenn er mich nicht als Freundin will und das unsere ganze Freundschaft kaputt macht? Ihn einfach heimlich anzuhimmeln und irgendwann zuzusehen, wie er eine Freundin hat, würde dich auch nicht glücklich machen. Außerdem, schau dich mal um. Du hast das gesamte Madame Tussauds gemietet, also gib Gas. Du hast recht und danke übrigens, dass du mitkommst und mir dabei... Mit wem redest du da? Mit niemand. Ich guck mir die Wachsfigur an. Komm, wir gehen weiter. Ja, ich komme sofort. Die sehen ja total echt aus. Allein die ganzen Details? Wahnsinn! Wie echt die sich anfühlen. Kommst du? Ja, ich komme. Also Ronaldo ist ein Weltklasse-Spieler. Das Gefühl, was der in den Füßen hat, das haben wir nicht mehr im Körper. So, das muss er im Blut haben. Messi, das ganze Spielverständnis. Das ist Messi. Ich glaube jetzt nicht, dass Ronaldo ein Messi ist, nur ein bisschen unordentlich ist. Messi, das ist der Fußballer Messi. Ronaldo steht da drüben. Weiß ich doch. War so eine Art Test. Ich wollte gucken, ob du die ganzen Leute und so kennst. Hast aber bestanden, nicht schlecht. Natürlich. Du, Messi, ich muss dir was sagen. Oh, wenn es um deine Katze geht, die ich hab vom Balkon fallen lassen. Ich kann da nichts für. Ich hab die auf den Arm genommen und wie vom Blitz getroffen, springt die von mir weg. Krach da runter in die Tiefe. Ich kann da nichts für. Was? Was? Ich geh mal eben hinkeln, ja? Aber du warst doch schon. Ich liebe dich. Nicht dich, ihn. Liebe ist wie Schokolade. Man will sie. Sie ist zuckersüß. Aber wenn man zu viel davon bekommt, kriegt man Diabetes. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Stimmt, du hast recht. Der Spruch ging auch irgendwie anders. Was ich eigentlich damit sagen will, es lohnt sich, für die Liebe zu kämpfen. Aber ich keine Ausreden mehr, ansonsten... Ansonsten was? Hallo! Was Hi. Machst du da? Nichts, da war nur eine Wespe oder sowas. Aha. Warte mal, ist das nicht die Figur, die vorhin da hinten war? Nein, ich glaube, das ist eine andere. Nein. Ich könnte schwören, dass da drüben eine Figur steht, die exakt so aussieht wie die hier. Ich glaube, die sehen sich einfach total ähnlich, Nelson. Verrückt. Du. Ey, das war Jana, ey. Die fand ich schon immer so heiß. Allein ihre Musik.
You can stand under my umbrella. Ella, Ella, Wessen? Entschuldigung, da gehen einfach die Pferde mit mir durch, wenn ich so rassige Mädels sehe. Aha, ich muss jetzt mit dir reden. Der Riss in dem Handy-Display, es tut mir so leid, aber wer legt auch das Handy von einem auf den Beifahrersitz, wenn man weiß, dass man gleich einen Beifahrer hat? Was? Was? Ich sehe mich nochmal gerade ein bisschen allein und wir treffen uns dann nachher bei Angela Merkel, ja? Aber ich... Oh Mann, wie konntest du dich in so einen verlieben? Man kann nicht steuern, in wen man sich verliebt. Ja, das weiß ich doch, Schatz. Ach komm, wir kriegen das schon hin. Ich denke, du solltest erstmal einen klaren Kopf bekommen. Lass uns ein bisschen ablenken. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Jetzt hast du mich ranbekommen. Frage weiß ich jetzt nicht direkt, was da richtig ist. Vielleicht nehme ich den 50-50 Joker, aber wahrscheinlich ist es A. Ist es A? Ist es A? Ist es A? Ich will vielleicht auch jemanden anrufen. Das Problem ist, ich habe gerade nicht so viele Menschen, die sich um mich bemühen, wo ich anrufen könnte. Hatte ich aber auch der Produktion gesagt, ne? dass ich da niemanden habe und auch nicht möchte, dass das irgendwie angesprochen wird, dass ich da nicht so viele Menschen um mich rum habe. Ich würde dann wahrscheinlich doch auf den 50-50-Joker zurückgreifen. Es soll nicht heißen, dass ich irgendwie sozial nicht fähig bin. Es gibt viele Menschen, die mich toll finden, nur gerade wegen einem kleinen Missgeschick. Ne? Hab die Wohnung gesprengt von meiner Großmutter. Nicht böse gemeint, ich hatte den Herd angemacht, Gasherd, hatte vergessen, den wieder auszustellen. Und seitdem haben die Leute irgendwie keinen Bock mehr auf mich. Ne? Aber sonst menschlich bin ich, spiele ich ganz vorne mit. Du ja auch, mit RTL läuft der super. Gesehen, läuft fantastisch schon seit Jahren. Da kann der Thomas Gottschalk wirklich einpacken bei dir. Das ist schon die Nase vorn. Jedenfalls weiß ich die Antwort nicht von der Frage. Bin aber sowieso ganz schön durch den Wind momentan wegen der Sache mit Großmutter. Hey. Wow! Träume ich? Bin ich tot? Nein, du bist nicht tot. Mach dir da keine Sorgen. Aber warum rede ich hier gerade mit einer Wachsfigur? Weil ich keine Wachsfigur bin. Ich bin die Freundin von deiner besten Freundin. Aber du warst doch eben drüben ganz starr. Dann hast du da starr gesessen. Oh Mann, Nelson, das war doch alles gespielt. Wow, und warum das Ganze? Ach, komm mal mit, komm. Da will jemand mit dir reden. Okay. Donald Trump will mit mir reden? Nein, noch ein Stückchen. Okay. Ach hier, Frau Bundeskanzlerin, was möchten Sie denn verkünden? Oh, es geht nicht um die Bundeskanzlerin. Oh. Worum geht's? Also, ich weiß nicht genau, wie ich es dir sagen soll. Wir sind ja echt beste Freunde. Wir sind die allerbesten Freunde. Ja, und... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so anfangen soll, was da... Oh, geht's um das Loch in dem Badezimmerspiegel? Das wäre aus Versehen. Was? Gerade. Was? Nein, das geht nicht. Ich weiß wirklich nicht genau, wie ich jetzt dir sagen soll. Vielleicht mit deinem Mund. Au! So. Okay, ich probier's jetzt. Also, du weißt ja, ich mag dich. Und ich mag dich. Ja, aber bei mir ist es mehr als normales Mögen. Es ist halt... Viel mehr, weißt du? Wie meinst du das? Was meinst du? Ja, also ich glaube, also ich liebe dich.
ich dir dazu was sagen? Also mir geht's nicht anders. Ich liebe dich auch. Ich wusste es. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu drehen. Als allererstes möchte ich mich bei Madame Tussauds bedanken, dass wir hier drehen konnten. Ganz wichtig, ihr müsst es unbedingt auschecken. Wir waren hier, wir haben hier nur gedreht und hatten schon so viel Spaß. Und wir waren unter Zeitdruck, konnten nichts machen. Wenn ihr hier seid, ihr rastet aus. Ihr trifft hier Stars, Politiker, alles mögliche. Kommt hier hin, es sieht krass aus. Man denkt, man chillt mit den Stars, hat eine gute Zeit mit denen. Deshalb kommt hier hin, besucht es. Kommt her, ich will euch hier sehen bei Madame Tussauds. Kommt her. Heute noch. Heute noch. Genau, wunderbar. Vielen Dank an Marian, vielen Dank an Nicole, vielen Dank an Andreas. Auch deren Instagrams und YouTube sind unten verlinkt. Checkt auf jeden Fall auch sehr coole Leute. Wir hatten hier eine sehr geile Zeit und hoffen, ihr hattet auch eine gute Zeit mit dem Video. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Gib dem Video einen Daumen hoch. Tschüss. Wahnsinn, ne? Allein die ganzen Details. Wahnsinn. Alter, wie... Wieder das Gefühl, was der in den Füßen hat. Wir brauchen Eier. Ich sehe mich noch mal ein bisschen allein hier um. Wir treffen uns dann. Bitte. Action. Aha, ich muss jetzt mit dir reden. So unangenehm, Alter. Action. Viele Menschen, die mich toll finden, nur gerade wegen einem kleinen Missgeschick, ne? Hab die Wohnung gesprengt von meiner Großmutter. Ist da jetzt ein bisschen... Okay. Andere her. Er zerstört einfach alles. Und Action. Hits! Mach du hier. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich meine... Sorry. Also ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ach, da muss ich... Ja! Ich liebe dich, Nancy. Kann ich dir dazu was sagen? Mhm. Ich liebe dich auch. Oh!